Es gibt ja die eine Möglichkeit, dass man sich sagt, ich bin ein toller Hecht, mir ist alles gelungen, ich war super erfolgreich, alle lieben mich. Ich bin einfach nur großartig. Und dann bin ich tatsächlich großartig in mich selbst belügen. Manchen hilft das ja, mir hilft's leider nicht. Ich schlafe nachts schlecht, weil ich denke, wieso hast du wieder alles in den Sand gesetzt? Wieso hast du wieder alles falsch gemacht? Du wolltest es doch doppelt, dreifach, fünffach so gut machen als deine Mitmenschen. Du denkst doch, du hast das drauf und du hast es aber nicht drauf. Kann man nicht einfach von vorne anfangen? Sage ich, Leute, falls ihr mich kennt, keine Vorurteile bitte. Was ihr da im Kopf habt, sind die Bilder von gestern, vorgestern oder letztem Jahrzehnt. Da war doch alles anders, da war ich doch ganz anders, da war ich doch noch im Lernen. Da war ich doch noch der Volldepp, jetzt bin ich nur noch der Halbdepp, weil ein bisschen was musste ich zwangsläufig dazu lernen in meinem bunten Leben. Naja, und Hand aufs Herz, was hast du dazu gelernt? Hast du dir eingeredet, bei mir passt alles, brauch nichts verändern? Keine Selbstkritik. Ich bin der Schnuckiputzi, den alle lieben müssen. Und wer mich nicht liebt, der hat mich nicht verstanden. Ja, so einfach habe ich es leider nicht. Würde ich mir gerne einreden, dass jeder, der mich nicht schätzt, mich einfach nicht versteht. Wobei ich da gute Argumente hätte, denn es ist ja umgekehrt. Ich würde mich ja wundern, wenn mich überhaupt jemand verstehen würde. Weil, wenn dieser jemand sich nie in seinem Leben mit dem ganz großen Nachdenken beschäftigt hat, und zwar auch so ein bisschen halb professionell, also ein bisschen auf der Uni, ein bisschen in klugen Büchern, ein bisschen in sehr klugen YouTube-Videos. Und da gibt es tatsächlich unter all dem Schamott und Schrott und der Manipulation und den Fakes und den rechtslastigen Manipulationen das eine oder andere, wo ich gerne zuhöre und versuch rauszukriegen, was davon lohnt sich, darüber nachzudenken. Habt ihr heute mindestens 3-4 gute Videos gehört, die mich wieder auf völlig neue Sachen gebracht haben. Das ist Dazulernen. Und Dazulernen kann man in der Regel nicht, indem man sich nur mit sich selbst beschäftigt. Gibt es auch viel zu lernen, wenn man selbst kritisch ist. Aber wenn man sich immer nur begeistert selber feiert, wird sich nichts tun, wird sich nichts verändern. Veränderung kommt entweder durch Selbstkritik oder von außen. Lernen, 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 lernen. Deswegen erzähle ich auch gerne immer wieder Menschen, die etwas erzählen, was ich auch so denke, danke, tut manchmal ganz gut, Balsam auf die Seele, aber es hilft nicht. Klaköre hat man das früher genannt. Im Theater Leute, die Beifall klatschen, obwohl das Stück nicht unbedingt so gut ist. Und im übertragenen Sinne dann Leute, die mir Beifall klatschen, was ich nicht mal selber tun würde, weil einfach zu viel Mist ist.
die Aussage stimmt nicht, die Dramaturgie stimmt nicht, das Timing stimmt nicht. Und wenn man manchmal Theater spielen muss, weil man den Mitmenschen, sich selbst, den realen Reinhard Steinbecher gar nicht zumuten möchte, ja, wie gehe ich dann damit um, dass ich selber weiß, das ist doch nur Theater. Es ist aber der Typ, der ich sein will. Es ist die Rolle, die ich spielen will. Es ist der Charakter, den ich darstellen will. Auch wenn ich es leider nicht hinkriege, weil ich vielleicht gar kein so schlechter Schauspieler bin, aber wenn das richtig überzeugend werden soll, dann muss ich mir das auch abnehmen, dann muss ich mir das auch glauben. Und das, denke ich, ist überhaupt mein ganz großes Problem. Ich nehme mir den Wilfried Liebe nicht ab. Ich habe ja ein Pseudonym, unter dem ich meine ersten Philosophie-Videos auf YouTube gestellt habe. Ein Pseudonym, unter dem ich auf Facebook über Philosophie berichte. Und es ist genau genommen, ich habe es schon öfter erwähnt, gar kein Pseudonym, sondern ein Arbeitstitel. Passt ganz gut, der Name Wilfried und der Nachname Liebe. Und als Projektname für das, was dahinter dann projiziert werden soll, ich will Frieden und Liebe. Für alle, für ausnahmslos alle. Frieden und Liebe. Und das Schöne ist, das sind die Dinge, die man ein bisschen verallgemeinern kann. Weil der Empfänger kann sich dann raussuchen, was er für Frieden so alles in Betracht ziehen will und für Liebe ebenfalls. Und genau das wünsche ich ihm und nichts anderes. Ansonsten ist nämlich immer das Problem, wenn du sagst, du willst Gerechtigkeit für alle, wie soll das gehen? 80 Milliarden Menschen, jeder hat ein anderes Empfinden für Gerechtigkeit. Du willst für alle Glück, jeder empfindet Glück anders. Der eine empfindet das größte Glück, indem er sagt, scheiß Ausländer, raus damit, und dann fühlt er sich gut. Der andere fühlt sich vielleicht gut, wenn er sagt, solche Videos dürften nie gemacht werden und schon gar nicht auf YouTube kommen. Der verwirrt ja bloß die Menschen. Könnte da einer sein, der dann ausschert aus dem gängigen System? Jetzt gibt sich sowohl die Politik als auch die Gesellschaft, als auch die Kirchen und Glaubensgemeinschaften und wer sonst noch alles da arbeitet und arbeitet, so viel Mühe, uns in ihrem Sinne hinzukriegen, zu manipulieren. Ich bin heute in einem Video wieder schön daran erinnert worden, dass Erziehung auch gar nichts anderes ist wie Manipulation. Das heißt jetzt nicht, dass ich gegen Erziehung bin, ganz im Gegenteil, aber man hat eine große Verantwortung, in die richtige Richtung zu manipulieren, weil Manipulation bleibt es. Wenn die Manipulation nicht gelingt, gelingt die Erziehung nicht. Schrecklicher Gedanke, aber es ist so. So ist die Welt.